vorgestellt. Die fünfte Vorschau ist es für euch. Und ja, wir gucken uns das weiter an. Letztes Mal hatten wir ja noch die 3 Punkte hier oben bekommen für die Zufriedenheit. Wir müssen gucken, dass wir weiter besser werden. Aber die Skaldenhütte, die habe ich dann nachher nicht mehr favorisiert. Da müssen wir mal gucken, wo die ist. Schafstall, Brauerei, Langschiffdock, Marktplatz, Handelsposten, Jagdhütte, Nahrung, Speerlager. Ich glaube, die ist noch gar nicht da, oder was? Ausbildungslager, Axtwerfer, Schild. Ja, irgendwie gab es die wohl nicht hier. Handelsposten, Marktplatz, Langschiffdock, Nahrungssilo, Jagdhütte, hier war ja noch eine Brauerei, Felder, Fischhütte, Haus, Speerlager, Holzfällerhütte, Heilerhütte. Nö, ist nichts dabei. Gut, ist aber auch jetzt nicht unbedingt so wild. Hier fehlt noch ein Mann. Wir sollen mehr Nahrungssilos bauen, okay. Macht das auch eine Heile hier? Ja. Gut. Das hat er schon geschafft. Mehr Nahrungssilos. Okay, dann bauen wir mehr Nahrungssilos. Da geht keins. Da geht keins. Aber da gibt es keine Nahrung, deswegen geht das auch nicht, ne? Okay, dann lassen wir das erst. Aber warte mal, hier war auch noch ein Fleckchen. Da können wir vielleicht nochmal probieren, ob hier Nahrung war. Aber hier ist auch keine Nahrung. Wir werden angegriffen. Wo sind denn unsere Leute hier? Schnell! Alarm! Oh, schade, er ist schon tot. Da kommen sie. Da kommen sie. Greift sie an, macht sie nieder. Unser Kleiner ist schon wieder unzufrieden. Na super, das hat ja gut geklappt, ne? Woher kommt die Unzufriedenheit? Aha, gut. Wo ist denn der Heiler? Ist der das? Ne, das ist ein Dorfbewohner. Haben wir einen Heiler? Wo ist der Heiler? Da ist der Heiler. Der macht schon was, okay. Meister der Lehrenhalter, okay, wunderbar. Unser Dingens sollen wir upgraden. Geht das? Aufwerten da. 50 Gröf oder wie auch immer heißen. Wir haben keinen und wir machen gerade Minus. Wo kriegen wir denn Geld her? Gute Frage, ne? Gebäude Instandhaltung kostet uns 5. Das ist nicht gut. Kommt aber gleich ein Dorfbewohner raus. Ist die Handelshütte hier? Machen wir den, ne? Können wir das hier auch machen? Das können wir auch hier machen. Zack, dann kommt das auch da hin. Und geht da einer schon arbeiten? Das ist die Frage, ne? Ne. Der? Was sind das da für Leute? Unsere Leute. Wieso werden wir von so vielen Seiten angegriffen? Das ist ja ganz gemein. Das ist dieser Hagen, oder wer das ist wahrscheinlich, ne? Oh. Oh, das wird schwierig hier. Erdbeben auch noch. Krass, oder? Die sind schon tot. Dann geht's da drüben weiter. Da sind auch noch welche. Die haben wir noch geschafft. Okay, auf zu Heiler, Leute. Ich glaube, es ist soweit gut, aber ne? Wir haben hier Verlust, da Verlust. Das dauert noch. Haben wir da einen hingeschickt? Ja. Die baut noch. Ja, wir lassen den Handelsposten auch bauen, weil wir brauchen das Geld. Ah, 7er Happiness, das ist ja cool. Okay.
Und ich glaube. Nee, die will das nicht machen. Okay. Wir schicken die da hin, weil da fehlt uns auch was. Dann geht das hier auch besser voran. Jetzt wird's ernst, weil Winter. Was haben wir? 667. Okay, das geht aber. Holz haben wir auch genug. Jetzt ist nur die Frage, wo sind unsere Leute? Was haben wir für Leute? Dorfbewohner. Wir haben keinen Holzfäller. Das bedeutet, wir machen auch einen Holzfäller ein. Ein Bauer, ein Jäger. Fischer haben wir zwei. Meister der Lehren haben wir zwei. Heiler. Und 9 Schafe. Da kriegen wir da mal einen in den Schafstall, ne? Das war doch ein Schafstall, ne? Ja. Müssen wir schauen. 349, das steigt auf jeden Fall da oben. Essen ist genug da. Die Kröfs fehlen uns. Handelsrouten aufbauen. Womit nur? So wie es aussieht, können wir gar nichts aufbauen. Achso, mit den Kobolden können wir was machen. Die geben uns für schnell Angriff kommt wieder. Wo werden die denn angegriffen? Also nur noch 2 von uns, das ist schlecht. Ausbildungslager, wo ist das? Da hinten. Du gehst sofort da rein, mein Bruder. Kriegen wir den anderen denn? Wo ist der Heiler? Haben wir einen Heiler? Ja, wir haben einen Heiler, aber wo? Wo ist der Heiler? Wo sind die? Da sind die. Okay. Oh. Da müssen wir schnellstens dahin. Kämpfen, kämpfen. Ah, die verteidigen das Gebiet natürlich so jetzt, ne? Okay, die können was. Das geht wenigstens, ne? Okay, die muss geheilt werden. Hier zur Heilerhütte bitte einmal. Dorfbewohner, okay. Das heißt, wir brauchen definitiv mehr Leute. Wir haben 3 Dorfbewohner. Halbert und 3 Schafe. Heiler haben wir, Schafe haben wir. Winter haben wir überstanden. 2 Meister der Lehren, Dorfbewohner. Hier Meister der Lehren haben wir schon mal. Und das, was machen wir? Aufwertungskosten, Gebäude. Nee. Komm, zack, das machen wir. Hier muss schneller gehen. Wir brauchen jetzt Leute gerade. Ja. Wir werden wieder angegriffen. Wo? Hier und da ist aber auch schon jemand. Oh, wir müssen unbedingt zusehen, dass wir da einen Heil, einen Dingens rausholen. Einen Dorfbewohner rausholen. Halber ist gleich tot. Wo ist unser Heiler, da? Das ist ein Fischer. Wo ist denn der Heiler? Da ist er. Nimm dich jetzt hier unserem Chef an. Wo werden wir angegriffen? Das ist die Frage. Oh, von da oben irgendwo. Super. Aber da war auch gleichzeitig unser Dingens. Hier, weg, 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 weg. Shit, das wird ernst. Kriegen wir das hin?
Er ist getötet. Zack, hat keinen Sinn, wir müssen da rein. Weil wir verlieren das sonst hier, ne? Und wieder ein Erdbeben und dann auch noch hier Feuer dran, ey. Du glaubst es nicht, kann es nicht sein, oder? Halbert, hau ab, hau ab. Hau ab, Halbert. Halbert ist tot. Ja, da haben wir jetzt schlechte Karten, wenn unser Hauptziel hier kaputt geht, ne? Da hat's anders keinen Sinn. Wir müssen die angreifen jetzt irgendwie hier. Ich weiß aber nicht, wie wir das hinkriegen, wenn, ne? Die Hütten noch retten. Vier Dorfbewohner. Wo sind die Fischer? Sollten wir hier wieder fischen gehen. Vielleicht geht nur noch einer fischen? Nein, wir brauchen Essen. Meister der Lehren. Die laufen noch. Schaf brauchen wir jetzt nicht. Der Heiler ist auch noch da. Alles ist gut soweit. Jetzt sollten wir den Heiler mal nehmen. Und gucken, dass wir hier die Dorfbewohner Gehalt kriegen. Ich weiß nicht, ob der das auch hier macht. Ja. Da kommt gleich einer raus, ne? Der kann hier nicht heilen, ne? Ist das? Da kommt der nächste Angriff, alles klar. Ja, anders bleibt uns jetzt auch nichts über, dass wir die alle angreifen hier. Das ist noch mehr Gegner, ne? Ich glaube, wir sind gerade ganz schlecht beraten. Ich glaube, wir sind gerade vom Aussterben bedroht. Die sind alle tot. Ja, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Da ist nur noch einer, ne? So viele. Und wir haben nur zwei. Ich glaube... Wir haben keine Chance. Können ja mal die Schafe einsetzen, ne? Ja, Achtung, er wird angegriffen. Das ist richtig, das merke ich auch gerade. Wo ist er hier? Nein. Kommt los, schnell. Da könnt ihr beiden noch was reißen. Ne, ich glaube, es ist eine Niederlage da. Ja, okay. Damit sind wir natürlich schon in der Vorschau durch. Ja. War krasses Ding jetzt in der fünften Folge. Fand ich jetzt extrem, wo die uns angegriffen haben. Ich glaube, wir haben da was falsch gemacht. Diese Türme, die waren wohl ganz wichtig, dass wir da mehr von gehabt hätten. Aber naja, das war halt ein Versuch wert und Spaß hat es auf jeden Fall gemacht. Vielleicht bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte mir vorstellen, da ein Let's Play von zu machen. Ja, wenn ihr da Interesse dran habt, dann gebt mal ein bisschen Infos darüber. Und ja, sonst würde ich sagen, guckt in den anderen Projekten rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Denkt dran, Abo wäre ganz cool. Daumen hoch, wenn euch die Folge gefallen hat. Und macht euch die Glocke an, falls ihr die nächste Folge irgendwie informiert werden darüber wollt. Alles klar, wir sehen uns in den anderen Projekten. Bis dann, tschüss.